Efi Sachenbacher-Stehle ist beim Biathlon-Massenstart ganz knapp an Bronze vorbeigeschrammt. Nach einem fehlerfreien Schießen musste sich die zweimalige Skilanglauf-Olympiasiegerin im Zielsprint der Norwegerin Tiril Eckhoff geschlagen geben und landete am Ende auf dem undankbaren vierten Platz. Gold sicherte sich erneut die Weißrussin Daya Domracheva, die damit als erste Biathletin in der Olympiageschichte das Triple aus Verfolgung, Einzelrennen und Massenstart gewonnen hat. Für die deutschen Biathletinnen endeten die Einzelwettbewerbe dagegen ohne Medaille.